guten Abend. Dass der Orangensaft oder überhaupt Fruchtsaft ständig an Beliebtheit zunehmen, ist eigentlich gar nicht so erstaunlich. Sie löschen ja nicht nur den Durst auf eine frischende Art, sondern sie versorgen uns gerade auch noch mit Vitaminen und schauen dafür, dass wir munter bleiben. Hier im Hochland von São Paulo in Brasilien mit Millionen von üppig grünen und fruchtbaren Bäumen liegt die Heimat vom Coop Orangensaft. Rund 10 Monate im Jahr dauert die fast ununterbrochene Pflücksaison, die für Tausende von Menschen Arbeit und Lohn bedeutet. Pausenlos treffen jetzt Camions vollbeladen in der Fabrik ein. Während 24 Stunden im Tag werden die Orangen sortiert und kontrolliert, gewaschen, auspresst und schonend zu Konzentrat verarbeitet. Per Schiff, Bahn und Tankwagen kommt der konzentrierte Saft dann in die Schweiz und zu Coop, wo er nach einer sorgfältigen Eingangskontrolle aufbereitet, schonend pasteurisiert und auf dieser Hochleistungsanlage in die praktischen Purepack abgefüllt wird. Neben dem Orangensaft offeriert Ihnen Coop natürlich noch weitere fruchtig frische Durstlöscher. Unter anderem der neue Tropical Nectar aus der Fitnesslinie. Er hat 50% weniger Kalorien und ist paradiesisch gut. Abwechslung haben Coop-Bäckermeister schon immer gross auf den Brotkorb geschrieben und ihn jetzt gerade durch weitere Sorten ergänzt. Kernenbrot heisst die kräftig aromatische Neuheit. Backen wird sie aus Roggenflocken, Weizenschrot, Sonnenblumenkerne, Dinkel und Leinsamen. Und wenn Sie ein Brot mit einer knusprigen Kruste und einer lockeren Krumme schätzen, dann kann ich Ihnen das Kernenbrot wärmstens empfehlen. Auch bei den gefüllten Teigwaren aus der Coop Traiteur-Abteilung hat es Neuheiten gegeben. Ab sofort können sich die Liebhaber von diesen Spezialitäten, die in nur 3 Minuten parat sind, auch mit Tortellini mit einer Ricotta-Spinatfüllung und mit Ravioli aus Vollkornmehl und einer feinen Gemüsefüllung verwöhnen. Und wenn Sie mal von diesen italienischen Köstlichkeiten genug haben sollten, dann versuchen Sie es doch einfach mit der spanischen Küche. Wir kommen zum Coop-Rezept dieser Woche. Guten Abend miteinander. Aus den Ferien in Spanien kennen viele von Ihnen sicher die feinen Tortillas. Was Sie aber vielleicht nicht wissen, ist, dass in der vegetarischen Küche Herdöpfel und Eier sehr oft kombiniert werden, weil die Eiweisse, die darin enthalten sind, optimal zusammenpassen. Da ist das Rezept. Die Herdöpfel und Zwiebeln werden in Scheiben geschnitten, der Lauch in Streifli, Tomaten in Würfel. Eine Dose Maiskörnli abtropfen. Die Eier mit Milch und geriebenem Sprienz verrühren. Weil die Zutaten für 4 Personen in einer Pfanne nicht Platz haben, machen Sie die Tortillas nacheinander oder parallel in 2 verschiedenen Pfannen. Zuerst werden die Herdöpfel 10 Minuten angebrötelt in 1 Esslöffel Öl. Dann das Gemüse beifügen. Ich habe das hier schon gemacht und nochmal 10 Minuten gedämpft. Und zum Schluss die Eimasse drüber gießen und zugedeckt stocken. Zusammen mit einem frischen Kopfsalat gibt das eine ausgewogene Mahlzeit. Das Rezept dazu finden Sie in der Coop-Zeitung. Und schauen Sie doch jetzt gerade anschliessend noch die paar günstigen Angebote von Coop. Für den Sonntagslauf offeriert Ihnen Coop tolle Damen- und Herren-Jogging-Dress für nur 39 Franken. Der Liter Chrissi Kräuteressig gibt es für nur 2 Franken. Und Coop Sonnenblumenöl für nur 3,90. 227 Gramm Champignon de Paris kostet bei Coop nur 1,60. Und das Kilo spritzige Jaffa-Grapefruit in der Tragtasche nur 1,40. Und das ist das Coop-Jubiläumsangebot. 4 Pack Gala-Spaghetti kostet jetzt 3,20. Das waren die Informationen von Coop. Alles weitere morgen in jedem Coop-Laden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.